Sieht man dich? Hallo Tierfreunde! Und willkommen zum nächsten Kochvideo, heute wieder mit Josef. Ja, da sind wir wieder. Diesmal in einer anderen Wohnung. Genau, diesmal in seiner Wohnung und ja, das Rezept ist von dir. Ja. Heute, und zwar gibt es... Spanische Pizza machen wir heute. Sehr gut. Das Gute daran ist, die ist ohne Käse. Ja, und leider mit Oliven. Ja, du musst jetzt durch, Hannes. Ja, okay. Okay, los geht's. So gut, dann werde ich mal 400 Gramm Mehl abmessen. Ja, ich mach mal nichts. Ja, Hannes guckt zu. Das sind nur 399. Ja, wir haben jetzt 399 Gramm. Dann nehmen wir die 7 Gramm Trockenhefe. Machen wir zu. Gut, du hast so umrühren. Ja, gefunden. Vermischen. Achso, Zucker brauchen wir noch. Zucker? Mhm. Ja, ist meine Küche, ich weiß nicht, wo die Hefe. Hier unten? Ach, da! Da, in der Box. In der Hüpfchenbox. Jo. Hier haben wir einen Teelöffel. Ja, so macht Kochen Spaß. Ja, du kannst ja schon mal Wasser abfüllen. Wasser abfüllen? 300 Milliliter brauchen wir. Bitte schön. Super Idee übrigens, den Teig mit dem Schneebesen zu machen. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Echt, wo denn? Was soll ich jetzt sagen? Von mir oder welcher rum? Welcher rum? Oh. Letztens im Video. Passiert jetzt Profis. Du hast das nicht erst reingemacht, irgendwie? Nee, ich warte immer noch. Achso. Also eher so 280 Milliliter. Brauchen wir wahrscheinlich. Ja, ich glaube, mussten wir nochmal mehr drauf machen. Was? Mehl. Mehl? Ja. Das habe ich in den Schrank gestellt. Ja, habe ich gesehen. Also es sind jetzt eher 420 Gramm Mehl und 280 Milliliter Wasser. Aber beim Pizzateig kann man eh mal ein bisschen improvisieren, finde ich. Ja, muss man auch. Ja. Zumal, wenn du schon anderes Mehl nimmst, kann das wahrscheinlich auch anders ausfallen. Genau. Wichtig ist, wenn ihr den geschmeidig knetet, dass immer einer zuguckt. Ja, was kann ich auch jetzt schon sonst machen? Der muss ja eh noch stehen in der Mitte. Ich bin Kameramann. Einer, du kannst ja irgendwas erzählen nebenbei. Was erzählen? Was soll ich denn erzählen? Wenn man den Teig knetet, dann muss man auch nochmal Mehl. Die ganze Schulter reinlegen. Was? Nochmal Mehl? Ja. Bist du gierig heute wieder? Zu klebrig. Was sagt einer, der kein Mehl mag? E-Mail. Okay, gut, der war schlecht. Hast du ihn ja ausgesagt? Ja. Dafür war er echt gut. Okay. Das reicht. Du machst noch deine kleine Fussel an deinen Fingern. Und Mehl auf dem Fuß übrigens. Das macht nichts. Okay. So eine Schüssel jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde stehen lassen? Oder gehen lassen? Ja. Deckel drauf machen, Tuch auflegen? Bedeckt. Bedeckt. Auf jeden Fall. Mindestens eine Viertelstunde, oder? Es ist bedeckt, leicht wolkig ist es draußen. So, wohin? Warm, wo ist es am wärmsten bei dir in der Wohnung? Am Computer, glaube ich. Am Computer! Willst du Zwiebeln machen? Ich mach Tomaten. Ja, ich mach Zwiebeln. Also drei Zwiebeln und wer weiß, wie viele Tomaten. Das sind jetzt ungefähr 750 Gramm müssen das sein. Und einfach in Scheiben oder in Würfel oder Würfel, kleine Würfel. Kleine Würfel. Mhm. Die Tomaten würfel ich jetzt auch. Aber die können ruhig ein bisschen grober sein. Ja, wie war das noch mit dem Strom der Tomate? Wie das war? Da war Blausäure drin, ne? In dem Strom? Ja. Ich dachte, deine ganze Tomate ist Blausäure drin. Aber ich glaube, im Strom ist die Konzentration am größten. Okay. Deswegen sollte man lieber rausschneiden. Zwiebelstangen war ja auch am allerliebsten. Besonders ganz viele und ganz scharf. Oh, okay, die sind auch ganz schön scharf, die Zwiebeln. Aua. Alle fragen mich immer, ob ich einen Trick kenne, wie man das verhindern kann, dass man mal Zwiebeln weint.
Ich sag's halt immer, ja, beeilen. Ja, beeilen ist gut. Oder nicht so viel trauern um die Zwiebel. Ja, aber das ist ja doof, wenn derjenige dann vor so einem 10-Kilo-Sack steht. Oder 20 Fläche Zwiebelkuchen machen muss. Ja, so ungefähr. Ich habe schon viel probiert, glaube ich, aber nichts hat da irgendwie funktioniert. Kein irgendwie Löffel im Mund nehmen und durch die Nase atmen und was war noch? Ach, oder Zwiebeln im Wasser legen vorher und so weiter. Das hilft alles nicht. Mhm. Kann man eigentlich einfach nur abstumpfen. Erster. Zweiter. Drei Knoblauchzehen brauchen wir noch. Sind die Zwiebeln dazu gleich oder? Oh, ich sehe nichts mehr. Ah, voll lauter Tränen. Ja, gleich um die Zwiebeln machen. Ja, Zwiebeln. Warum ich vegan bin? Ich hasse Gemüse. Zwiebeln haben auch Gefühle. Deswegen machen wir auch immer Wein. Okay. Das ist ein Topf. Man nehme einen Topf. Stelle ihn auf den Herd. Mache ihn an. Den Topf? Nein, den Herd. Gut, wir nehmen einen großen Topf. Ja, sagten wir schon. Das ist Olivenöl rein. So, Zwiebeln und Knoblauch rein. Genau. Genau. Kurz anschwitzen lassen das Ganze. Da könntest du das super irgendwie Chili reinmachen oder so. Achso, soll ich schon mal. Jetzt die Oliven werden auch geschnitten, ne? Ja, die werden gehackt. Gehackt, wie viel denn? 15 Stück ungefähr. Ach, 15 Stück? Ich dachte, ich muss das abwiegen. Okay. 15 Oliven, Junge. 15 Oliven, ja. So, ich hätte jetzt eine Scheibe Scheiben einfach nur oder wird die hacken? Das ist egal. Ja, eine Scheibe, Scheiben. Scheiben. Kommt hier noch Flüssigkeit rein in die Soße eigentlich? Oder? Ja. Ja, nur 40 Tomaten. Ja. Ja. Lassen wir die ein bisschen einkochen. Keine Dosentomaten? Nee. Wenn man das mal ist. Also, du kannst auch Dosentomaten nehmen, ne? Ja. Geht schneller. Also für die schnelle Variante nehmen Dosentomaten. Aber noch für die schnellere Variante kaufen wir über eine Fertigpizza. Genau. Ja, wir können schon mal den Backofen vorheizen. Ja. Ja, wir heizen schon mal den Backofen vor auf 280 Grad. Du hast jetzt keinen Umluft. Ofen. Nee. Das heißt, wenn es Umluft würdet ihr wahrscheinlich das würde ein bisschen schneller gehen oder ihr bräuchtet ein bisschen weniger Hitze. Glaube ich. Vielleicht ist es nicht so. So, wenn die Zwiebeln nicht angeschwitzt sind, kommen wir die Tomaten mit rein. Mit einer ordentlichen Ladung Pfeffer. Und keine anderen Gewürze mehr irgendwie? Kräuter der Provenzel oder? Ne, und Thymian oder Rosmarin. Also kann man wahrscheinlich mal nutzen. Kann ich natürlich variieren. Tomaten weglassen, Melone nehmen zum Beispiel. Genau. Oder einfach sonst auch eine Pizza bestellen. Ich kann die Hitze jetzt ein bisschen reduzieren und dann sind die abgedeckt. 10 Minuten. Auf die Hälfte reduzieren. 10 Minuten köcheln lassen mit gelegentlichem Umrühren. Genau. Wahrscheinlich. Achso, die Oliven kommen später erst dazu. Ja. Okay. So. So sind, hat jetzt 10 Minuten geköchelt. 10 Minuten sind um, ja. So sieht sie jetzt aus. Sieht schon gut aus. Ich nehme das mal vom Herd. Ich werde das einmal salzen. Ja, Salz könnt ihr eigentlich je nach Geschmack dran machen. Ich habe jetzt hier mehr Salz. Das ist nicht ganz so ergiebig. Nee, wir machen noch ein bisschen mehr Salz dran. Vom Geschmack. Ich mache noch ein bisschen mehr Salz dran. Gut, können wir stehen lassen. Dann kümmern wir uns jetzt um den Teig. Jo. Achso, wir wollten das noch das Blech einfetten. Richtig, sonst kriegt ihr die Pizza dann nicht mehr ab. Oder nicht einfach Backpapier, das ist am besten noch einfach heuer. Backpapier, ja. So, wir haben jetzt kein Nudelholz, deswegen machen wir das mit dem Teig jetzt ein bisschen anders. Also wir ziehen ihn einfach so ein bisschen breit, weil wir gut vorbereitet sind. Wie immer, wenn du mit mir ein Video machst. Und einfach mit den Fingern so ein bisschen den Teig in die Ecken schieben. Ja, sieht gut aus. Das wird eigentlich relativ einfach gehen. Ihr könnt euch auch genauso gut einen runden Teig formen und den einfach aufs Backpapier legen oder so. Könnt ihr gleich 2 Pizzen draus machen zum Beispiel. So, also die Oliven kommen jetzt in die Soße rein oder kommen die da oben rauf? Machen wir da oben rüber. Okay. Ich würde dann nämlich die Soße mal aufverteilen.
Die Soße. Ich nicht so. Sinnlos rumstehen. So ein bisschen verteilen. Le Sauce. Le Sauce. Le Sauce de jour. Le Sauce de Tomatoes. Könnte man jetzt auch noch erweitern, ne? Irgendwie mit Kidneybohnen oder Mais. Mit Kidneybohnen, achso, ja. Was auch immer. Irgendwie Peperoni, Artischocken. Schinken, ach nee, Quatsch. Schinken, genau. So ist die Oliven. Scheibchen oder Würfel oder was auch immer ihr geschnitten habt. Wenn man keine Oliven mag, kann man dann irgendwas anderes als Alternative nehmen? Getrocknete Tomaten vielleicht. Ah, okay. Oder halt Artischocken. Artischockenherzen, eingelegte. Hm. Achso, und Räuchertofu könntet ihr übrigens auch drauf machen, wenn ihr wollt. Ja. Sowas in der Richtung. Und dann ab in den Ofen damit, wa? Jetzt ohne Käse obendrauf, ohne irgendwas. Genau, einfach wenn so. Wenn die Oliven jetzt nicht schwarz oder so? Ist die, wie lange weg die ist? Für eine Stunde, glaube ich. 25 Minuten. Okay. Aber die Oliven sind ja schon schwarz. Aha. Genau. Deswegen ganz wichtig, keine grünen Oliven nehmen. Und tschüss. Und tschüss. Mmh, ein Traum. So, das waren jetzt 25 Minuten. Die sehen schon geil aus. Das soll ich mal aufmachen. Ja, mach mal auf, René. Ich mach mal auf. Bin ich voll raus. Achtung, ich mach jetzt auf. Oh, es dampft. Ich hab jetzt hier noch so ein bisschen Hook, oder? Die könnt ihr jetzt dem Ganzen noch ein bisschen rüberstreuen. Am besten, wenn die noch warm ist. Ihr könnt jetzt auch Spinat nehmen oder. Oder? Irgendwas Grünes, was ihr dazu da habt. Ja, was könnte man noch nehmen? Außer Spinat, Rucola. Ja, gut. Ja. Wenn man mit Brennnesseln ein bisschen reibt, dann piept die auch nicht mehr. Kann man auch mal. So. Fertig. Schick. Da ist sie. Unsere spanische Pizza. Yeah. Wollte ich noch was an Pizza schneiden? Ja, ach so. Pizza schneiden oder hast du eine Schere? Also, ihr braucht eine Haarschneideschere. Oh, das geht gut. Krass. Ja, so schneidet man professionell Pizza. Wenn man keinen Pizzaschneider hat. So, ich habe die Pizza schon mal fair aufgeteilt. Mein Stück? Ja, links, links ist für mich. Okay, warte. Wieso kriege ich in deinen Videos immer einen kleinen Scheiß? So, Verkostung. Bon Appetit. Gracias. Mmh. Oh, lecker. Oh. Oh, das gibt, glaube ich, nichts über Pizza mit frischen Tomaten. Hm? Schöner Teig vor allem auch. Ja. Oh, heiß. Ja. Mmh. Pizza ist heiß, Alter. Aua, frische Tomaten. Also nimmt auf jeden Fall frische Tomaten. Ja, das ist, glaube ich, schon besser. Ist ja Dose. Besser als Dosentomaten. Mhm. Oh, voll gut. Mmh. Jetzt mit Oliven. Erzähl mir das. Was denn? Ja, viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt uns eure Kommentare einfach unter das Video. Und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Und Daumen hoch und favorisieren. Genau. Und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss. Ciao. Viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt uns eure Kommentare. Oh, das war doof jetzt. Schreibt uns eure Kommentare in die Kommentare.